MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf dem Ibrahimovic-Robin-Team. Allerdings habe ich mir gedacht, nee, wir spielen nochmal was anderes. Für die Leute, die dachten, es kommt ein Squad-Builder, der kommt heute Mittag. Ja, also da könnt ihr euch diesmal fest drauf einstellen. Heute Mittag kommt ein Squad-Builder. Ich habe ja schon sowas gesagt, vielleicht machen wir da mal so ein Gold-Hybrid und vielleicht noch ein Silber-Team, obwohl wir ja eigentlich schon wieder ziemlich viele Teams haben. Aber naja, wir gucken mal. Und jetzt wollen wir aber mal das 4-1-2-1-2-Team nochmal spielen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, das ist so ein Zwischending. Irgendwie hat es mir schon gefallen, aber ich will das irgendwie nochmal testen. Weil ich glaube auch, die Formation könnte mir irgendwann mal liegen, wenn ich sie denn so ein bisschen richtig intus habe. Aktuell ist das noch nicht so ganz der Fall. Aber naja, wir wollen das jetzt nochmal testen und versuchen jetzt mal einen Gegner zu finden. Ich hoffe mal, das geht jetzt ein bisschen schneller. Gestern gegen Abend, wo ich die Videos aufgenommen habe, ging es nicht so ganz pralle. Heute Abend ist ja Champions League. Schön Dortmund gegen Real Madrid. Wir spielen zu Hause, ja. Ich wurde jetzt auch des Öfteren auf Facebook gefragt, was ich denn von dem Spiel so halte und ob ich glaube, dass Dortmund es schafft. Ich muss ehrlich sein, ich glaube nicht, dass wir es schaffen, weil Real Madrid ist dazu einfach aktuell zu stark. Ich würde sagen, wir könnten es schaffen, gegen Real Madrid zu gewinnen. Auch in der aktuellen Situation. Aber gewinnen heißt nicht weiterkommen. Das heißt, vielleicht so ein dreckiges 2-1 oder sowas ist sicherlich möglich. Vor allem, wenn wir so eine zweite Hälfte spielen wie gegen Wolfsburg, dann wäre das bestimmt möglich. Ich hoffe auch, dass der Jojic heute von Anfang an spielt. Der hat mir richtig gut gefallen, wo der gegen Wolfsburg reinkam. Der hat echt ganz gut was nach vorne gemacht, hat öfter mal mit dem Reus die Positionen getauscht. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich hoffe einfach mal nicht, dass der Kirch spielen wird, was aber auch sehr gut sein kann. Dass der Kloppi vielleicht ein bisschen mehr auf die Defensive setzt und dafür dann den Kirch neben, wer spielt denn eigentlich? Ach, Schein wird dann spielen, weil Kehl ist ja hier gelb gesperrt. Und ja, deswegen hoffe ich mal auf Schein und Jojic in der Zentrale. So Schein eher so als Sechser und Jojic ein bisschen davor, so irgendwie so in die Richtung. Ist dann natürlich ein bisschen offensiv, könnte man sagen. Aber ich meine, sollte schon irgendwie hinhauen. Und vor allem, ich denke mal nicht, dass die Jungs wie zum Beispiel, das ist jetzt nichts gegen Schalke oder Leverkusen, aber Schalke und Leverkusen, die Spiele, die sind ja ein bisschen noch höher ausgefallen. Da macht man sich als Mannschaft halt eher so die Gedanken, dass man noch ein schönes Ende finden will. Aber bei so einem 3-0... ist da halt schon noch die Chance da, weiterzukommen. Ich meine, es ist immer die Chance da natürlich. Aber ich glaube auch, dass Dortmund bzw. der Klopp nicht so da reingeht, dass da schon alles gegessen ist. Und ja, keine Ahnung, zum Beispiel auch nur eine halbe Mannschaft auflaufen lässt. Das wird auf keinen Fall passieren. Es wäre auch fatal von der medialen Wirkung. Nee, der wird schon eine ordentliche Mannschaft aufstellen und wird wahrscheinlich im Inneren schon noch so ein bisschen hoffen, dass es irgendwie so ein Malaga 2 gibt oder so. Aber es wird natürlich eine enge Geschichte. Was heißt enge Geschichte? Wie gesagt, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht so ganz dran. Aber ich hoffe es natürlich. Es kann immer, im Fußball kann alles passieren. Ich will mal so sagen, es kommt halt immer so auf den Verlauf an. Wenn natürlich sowas passiert, dass Real ein frühes Tor schießt oder allgemein ein Tor schießt, dann sehe ich da relativ wenig Hoffnung. Aber wenn es wirklich so passiert, zum Beispiel am Anfang passiert irgendein Crap von Real oder Dortmund presst unnormal und macht irgendwie in den ersten 10 Minuten schon ein Tor, ja, dann kann wirklich alles passieren. Das Ding ist nur eher, ich glaube schon, dass wir in der Lage sind, gegen Real Madrid 3 Tore zu schießen. Das Problem ist eher, keins zu fangen. Und das Ding ist halt, wir spielen zu Hause und ja, da dürfen wir uns natürlich dann keine Gegentore fangen. Und ja, das ist eigentlich so der größte Punkt. Ich glaube wirklich, dass wir gegen Real 3 machen könnten. Ich meine, im Hinspiel, wo wir nicht so pralle gespielt haben, hätten wir ja prinzipiell schon so 2-3 Dinger machen können. Möglicherweise, wenn der Abschluss mal nicht wieder so, ja, nicht so toll gewesen wäre. Ich sag mal so, ein Tor wäre auch auf jeden Fall verdient gewesen im Hinspiel. Aber naja, das wäre eine viel bessere Ausgangslage gewesen. Ist sie nicht und ja, somit müssen wir halt so spielen, wie es ist. Anderes Spiel müsste ja dann sein PSG gegen Chelsea.
Und ja, ich würde mal sagen, da liegen alle Trümpfe bei PSG. Ich glaube, PSG hat das Hinspiel zu Hause gespielt. Und Rückspiel wird dann in London sein. Ja, doch, müsste so sein. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt auf das Spiel, weil das wird eng für Chelsea. PSG hat halt wirklich eine verdammt starke Truppe. Auch wenn sie jetzt ohne Ibrahimovic auflaufen müssen. Ich meine, die haben da vorne immer noch einen Edinson Cavani stehen, der ein Top-Stürmer ist und seine Buden machen kann. Oder auch einen Ezequiel Lucas, die können auch alle mal das Tor treffen. Ich bin wirklich sehr gespannt. Vor allem Pastore. Ich glaube, der kriegt diesmal eine Chance in der Startelf, weil der hat wirklich richtig gut aufgeblüht, ist richtig gut aufgeblüht, wo der reinkam gegen Chelsea. Hat ja dann sogar noch das 3:1 gemacht, indem er irgendwie die komplette Chelsea-Abwehr da ausgespielt hat mit relativ einfachen Mitteln. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass Pastore von Anfang an eine Chance bekommt, weil ja, anscheinend pusht ihn vielleicht auch so ein Spiel ein wenig. Und dann wird das verdammt schwer für Chelsea. Weil natürlich ist Mourinho ein Taktiker, aber der kann dann auch, ich weiß nicht, ob er das hinbekommt, wenn er offensiv gehen muss. Und sie müssen offensiv gehen. Und ja, ich weiß nicht, ob die Abwehr das dann standhält, wenn PSG halt dann gut kontert. Ja, bin ich mal sehr gespannt auf diese beiden Spiele. Ich sag mal so, relativ sicher bin ich mir eigentlich, dass Real weiterkommt. Ich hoffe natürlich Dortmund, aber da sehe ich halt einfach nicht so viele Chancen. Habe ich ja jetzt genug drüber geredet. Und bei PSG-Chelsea glaube ich stark, dass PSG weiterkommt. Aber Chelsea und Mourinho können mich natürlich auch überraschen. Habe jetzt neulich, ich glaube es war sogar gestern Abend oder so, habe ich die News gelesen, dass Mourinho damals seine Spieler bei Real Hurensöhne genannt hat, in irgendeinem Spiel gegen Barcelona. Irgendwie die Jungs kamen in die Kabine rein, ich glaube Rückstand für Real, und dann hat Mourinho sie irgendwie mit den Worten begrüßt: ihr seid alles Verräter, jetzt weiß ich, dass ihr nicht hinter mir steht, ihr seid alles Hurensöhne. Ohne Scheiß, so habe ich mir den Mourinho auch in der Kabine vorgestellt, also natürlich nicht jedes Mal, das wäre ein bisschen, ja, da gegen die Trainerintention, also das bringt nicht ganz so viel, aber ich habe mir sowas schon vorgestellt, dass der Mourinho auch mal sowas loslässt. Ob das jetzt natürlich stimmt, ist die Frage. Das soll anscheinend ein Zitat aus seiner Biografie sein, die jetzt bald irgendwie rauskommt. Irgendwie sowas in die Richtung. Fand ich auch ganz nice. Ja, vielleicht nennt der Mourinho seine Chelsea-Spieler ja dann auch mal Hurensöhne, sobald sie dann in die Kabine kommen. So, jetzt mache ich hier nur eine Suche, dann sind wir nämlich auch gleich schon bei 10 Minuten, aber ich wollte das Thema eh nochmal ansprechen. Im Spiel ist ja immer blöd, wenn wir einen guten Gegner haben, und so würde ich, glaube ich, gleich mal sagen, dass wir die ganze Sache hier mal cutten, weil ihr seht schon, es geht relativ spärlich voran mit der Gegnersuche. Ja, ich glaube, wir sind hier gerade im Halbfinale und dann dauert das immer ein wenig länger. Ich hoffe mal nicht, immer wenn es nämlich länger dauert, passiert es manchmal, dass er während der Suche die Verbindung zu den EA-Servern verliert. Und das ist nämlich dann immer die Situation, dass das verdreckte Turnier zurückgesetzt wird. Aber ich gehe jetzt mal vom Besten aus. So, die Suche lassen wir jetzt nochmal durchlaufen. Danach schmeiße ich euch raus und suche mir einen Gegner. Ich hoffe mal, ich finde dann auch relativ zeitnah einen. Also innerhalb von 10 Minuten habe ich ja jetzt keinen gefunden. Alles klar, ich suche einen Gegner und hole euch wieder rein, also bis gleich. So, da bin ich nach 3 Stunden oder so wieder. Erstmal zum gegnerischen Team, dann warum 3 Stunden. Wir spielen gegen Pedro, ich glaube Second in Form, Hulk in Form, Oscar in Form, Fernandinho in Form, Touré, dazu noch Juan Mata, Jordi Alba, Kolker, Dritter in Form, David Luiz, Maicon, Zweiter in Form und Cech. Ja, Team sieht schon mal gut aus, würde ich mal sagen. Und ich bin mal gespannt, wie das so läuft. Warum nehme ich jetzt erst 3 Stunden später auf? Weil, wo ich eben die Gegner gesucht habe, beziehungsweise vor 3 Stunden, hat es angefangen zu regnen. Ja, auch hier in Thailand regnet es mal. Und ich habe als Disconnects kassiert. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, suchst du lieber später nochmal. Und vor allem, ich habe dann auch bemerkt, dass der Regen so laut war, weil wenn es hier mal regnet, was nicht oft passiert, dann ist es gleich so ein Monsun. Und das hat man halt auch in der Aufnahme gehört. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das ein wenig zu verschieben. Jetzt haben wir aber einen Gegner gefunden, und zwar noch einen richtig, ja, vom Team her richtig guten Gegner. Und ich bin ja mal gespannt, wie das denn so laufen mag. So, Edinson, spielen wir hier weiter. Und jetzt hier oben drüber, da sollte er nicht so ganz hin. Aber wir kriegen Einwurf, also passt das.
So, Walker hätten wir hier. Ja, schmeißen wir hier kurz, wenn er mich da nicht abdeckt. Ah, das habe ich mir gedacht, dass das gefährlich werden könnte. Und hier hinten ist ja mal gar nichts positioniert. Aber das dürfte nichts werden. Nee, gut. Puh, Alter. Hat er ganz schnell gekontert hier, der Kollege. Minolet spielt das Ding hier erstmal ins Aus. Eieiei. Wieso waren wir denn so aufgerückt? Wundert mich ein wenig. So, Edinson Cavani. Komm, Suarez, lauf mal ein bisschen. Naja, dann laufe ich erstmal mit dem Cavani ein bisschen. Ist ja nicht der langsamste. So, spielen wir hier raus auf die Außen, auf den Walker. Ah, dann ziehen wir mal durch hier. Und ja, ziehen wir mal ins Aus, weil ich eine ziemlich beschissene Stellung mit dem Stick hatte. Und ja, meine Hand nicht weiter in die eine Richtung bekommen habe. Schade, Walker kriegt den hier nicht in die Mitte. Aber Sturridge kann ihn abfangen. Ich bin hier nochmal zurück. Oh, Maxwell. Und jetzt nochmal auf die Außen. Wieder Maxwell und nochmal weiter auf die Außen auf Ezekiel. Aber das Marvin Maicon. Ezekiel ist ein bisschen aggressiv drauf anscheinend. Kretscht da von sich aus. So, Yaya Touré hier. Na, kommen wir nicht so ganz hinterher. So, jetzt geben wir mal den Maxwell. Ja, Flanken müssen wir uns, glaube ich, bei ihm nicht so Gedanken machen. Boah, Minolet, den kann man aber mal fangen. Sorry, aber das Ding kann man definitiv fangen. Ich weiß jetzt nicht so, was er an Ballsicherheit hat, aber der kam jetzt nicht so krass, dass man den unbedingt abwehren muss. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau. Flanken müssen wir wahrscheinlich nicht so drauf achten. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Hier die lange Fackel nach vorne. Suarez kann sich leider nicht durchsetzen. Hätte vielleicht noch einen Ticken weiterkommen müssen. Weil er hat ja Oscar in der Mitte als Mittelstürmer. Und der kann jetzt nicht so pralle köpfen. So, Hulk auf dem Lewis. Ja, wo ist eigentlich sein Außenverteidiger? Ich glaube, der steht in der Mitte, ne? So, Corker hier auf die Außen. Und Pedro steht im Abseits. Tja, kann man nichts machen. So, versuchen wir das mal auf den Sturridge. Ja, ich glaube, den läuft er auch gerade zu. Aber kommt eh nicht auf Sturridge. Kommt natürlich auf den Gegner. Sind zwei Leute auf dieser Position. Und der Ball kommt halt zum Gegner. Schön gemacht von Yaya Touré. Lavezzi. Schüsschen von weiß ich nicht wem. Fernandinho, genau. Hat er ja auch. So, bringen wir das nochmal nach vorne. Ich glaub, der hieß FC Reich, ne? Könnte natürlich ein Deutscher. Oh, ja, okay, der geht jetzt zwar trotzdem durch, aber eigentlich war der für Suarez geplant, dieser Ball. Aber Suarez hat sich wieder umgedreht und ist nicht weitergelaufen. So, bringen wir den nach vorne. Vielleicht kriegt den der Ibrahimovic oder irgendwer anders da vorne. Leider nicht. Ibra springt irgendwie so rückwärts wieder hinterher. So, lange Fackel nach vorne. Da steht aber Kompany. So, und jetzt locker auf die Außen, bitte. Ja, es klappt sogar mal. So, Ibra hat hier anscheinend mit Lavezzi mal die Position getauscht. Schade, der wäre durchgegangen. Da stand der Suarez nämlich schön und ist weitergelaufen. Nimm hier auf die Außen nochmal in die Mitte das Ding. Kurz Suarez angespielt, Ball durchlassen. Suarez und hat er jetzt auch noch Pech in dem Spiel. Schöne Flanke hier von Sturridge und dann macht der Suarez das Ding doch noch. Sehr schön. Erst ein bisschen Pech gehabt mit dem Pfostenkracher, aber dann im Nachhinein schiebt ihm sein Vereinskollege das Ding doch noch rüber. Was sind das eigentlich hier für ein Team? Ach genau, das ist das 4-1-2-1-2-Team. Ja, ich habe immer Probleme, wenn wir so viele Teams haben. Aber das ist das 4-1-2-1-2. Dürfte nichts werden. Wird. Boah. Spielt der Kompany natürlich direkt dem Gegner in die Füße. Ah, nein, Cavani, das war der Falsche. Wollte ich eigentlich auf Ibra haben, das Ding. So, Jordi Alba. Können wir hier wieder abfangen? Ja, sehr schön. Spielen wir nochmal auf die Außen, weil da David Lewis kommt. Sturridge, Push-Taste. Ah, da hat er hier ein bisschen Glück, weil da stolpern die beiden Jungs und Sturridge anscheinend als letztes am Ball gewesen. Ja, da regt sich der Sturridge auch ein bisschen auf hier. So, Pido Cech. Wieder Ding in die Mitte. Juan Mata, Pedro. Pedro lobt das Ding nach vorne auf Juan Mata. Flanke kommt, aber das Ding geht übers Tor und alles ist gut. Hätte mich schon wieder aufgeregt, wenn das wieder so ein Ding gewesen wäre, was Minolet zum Beispiel zur Ecke geklärt hätte. So, hier raus. Okay, eigentlich sollte er nicht auf Maxwell, aber ist auch okay, wenn er denn gleich passen würde. Jetzt fehlt er wieder hinten, aber es ist schon wieder abseits bei ihm. Gegner scheint definitiv nicht schlecht zu spielen. Gefällt mir eigentlich ganz gut, was er macht. Nach vorne spielt er relativ schnell und
hinten, oh fuck, schlecht von mir gemacht. Hinten steht er richtig stark bisher. Also ist bisher nicht sonderlich einfach da durchzukommen, weil er auch relativ schnell auf den... Da vorne ist jetzt aber... Oh nein, Cavani kriegt die Ballbehandlung nicht. Habt ihr vielleicht gesehen, Ibra war, glaube ich, durch. Suarez hier nochmal Cavani auf die Außen. Jordi Alba, sehr schön nachgesetzt von Sturridge. Ibra steht in der Mitte, Flanke kommt nicht rein. Irgendwer von ihm fliegt am Ball vorbei. So, jetzt geht's wieder schnell. Wie schon gesagt, es geht, wenn er nach vorne spielt, geht's bei ihm richtig schnell. Oh, ey, es ist halt so obvious. Gott sei Dank. Nein, wird er noch machen. Nein. Alter. Habt ihr das gesehen? Was unsere Verteidiger da eben gerade gemacht haben. Sorry, aber, boah, das geht ja mal überhaupt nicht. Die mähen sich halt gegenseitig um, da sage ich mal Super Engine zu. Und er ist halt komplett frei durch. Also die Aktion hat er sich nicht durch seinen Skill-Move da selber sozusagen eingeleitet, sondern einfach nur sehr schön abgelegt hier auf Cavani. Sehr schön, 2:0. Ja, okay, vielleicht nicht so ganz verdient. 1:0, also Führung finde ich in Ordnung für uns. Weil die einzige Chance, die er hatte, ist einfach durch einen Bug passiert. Muss man so sagen. Weil das können wir uns gerne... Ich weiß nicht, doch müsste ja eigentlich noch die Chance, müsste auf jeden Fall noch da sein. Aber das ist ja dann ehrlich gesagt auch selber schuld. Ich weiß nicht, warum er da mit Pedro nochmal abspielt. Ich glaube, wenn er schießt, ist das Ding definitiv drinne. Das wäre natürlich wieder sowas gewesen, wo ich übel getiltet hätte. Ach, da spielt er hin. Muss ich erstmal gucken. So, hier das Ding nochmal zurückgeholt. Ja, gut. Irgendwann sollte man mit den Ballrolls dann halt auch mal aufhören. So, jetzt sind wir da außen, eventuell mit Suarez. Ja, gehen wir hier nochmal in die Mitte. Suarez. Ah, scheiße, da hatte er so gutes Tempo aufgenommen. Da habe ich gedacht, können wir... Oh, fuck. Hier ziehe ich mir ein bisschen was. Müssen wir hier mit hinten laufen. Gut, habt ihr vielleicht gesehen, ich habe mir Company geschnappt und habe den mitgerannt, weil es mir eigentlich klar war, dass er diesen Lobpass spielen möchte. Und deswegen Company, von sich aus geht die CPU halt leider Gottes ja nicht so in den freien Raum, der dann halt sich öffnet. Und deswegen muss man halt auch mal selber Spieler nutzen. Boah. Alter, Hulk hat aber übelste Fackeln drauf. Okay, 2:1 vielleicht jetzt in Ordnung. Wäre in Ordnung, ist ja Gott sei Dank nicht gefallen. Bin ich ganz froh drum. So, Ibra kriegen wir den Ball nicht durch und jetzt ist Halbzeit. Ist ganz gut, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe im Spiel haben. Oh, alter Vater. Boah, von der Statistik her ist er vorne. Ich muss natürlich sagen, er hat sehr viele Longshots auch rausgehauen. Aber ich muss auch sagen, na gut, ein Longshot war gefährlich. Der von Hulk, der an Pfosten ging. Der andere von Hulk war ja meiner Meinung nach nicht gefährlich. Aber Minolet hat ihn so ein bisschen gefährlicher gemacht. Aber wie schon gesagt, Gegner ist wirklich stark. Gefällt mir richtig gut hier. In der Defensive wie auch in der Offensive. So, und da vorne ist jetzt Ibra durch. Fallrückzieher. Scheiße, den hätte ich vielleicht lieber auf Suarez weiterleiten sollen. Anstatt Tricktaste plus Schuss zu drücken. Schade, wenn wir den gewinnen, dann sind wir natürlich übers ganze Mittelfeld hinweg. Ibra, hier kurz angespielt, wird nichts. Aber vielleicht jetzt, ja, haben wir hier wieder abgefangen. Nochmal in die Mitte. Nochmal rüber. Oh, richtig schön. Und Sturridge aber gewinnt leider nicht gegen Jordi Alba. So. Ah, er will es ein bisschen Tiki-Taka-mäßig machen, will ich mal sagen. Ich glaube, da hat er dann zwar jetzt auch sozusagen aus Angst dann das Ding mal gespielt, aber er verliert manchmal durch dumme Pässe auch ab und an mal den Ball. Jetzt gerade irgendwie in der zweiten Halbzeit schon 2-3 Mal. Ist natürlich gefährlich. Ja, Touré, spielen wir hier vorne nochmal Ibi an. Spielen wir weiter auf Cavani. Kriegen wir leider nicht durch, aber Cavani pusht natürlich. Wo ist der Ball? Da ist der Ball. Müssen wir aufpassen? Nee. Müssen wir in dieser Situation nicht, aber jetzt sollten wir vielleicht nochmal aufpassen. Yaya Touré hier bei ihm. Yaya Touré, ich komme leider nicht hinterher. Aber er will den dann kurz wieder durch die Lücke spielen. Spielen wir hier nochmal Ibi an und jetzt da vorne kriegen wir auch nicht durch. Irgendwie ist das Mittelfeld jetzt enger. Kommt mir jedenfalls so vor. So, will er auf die Außen spielen? Nee, will er nicht. Wollt er vielleicht wieder mit dem Hulk draufziehen? So, und jetzt da vorne Suarez. Müssen wir reinziehen? Müssen wir... Ach, scheiße. Da hat er eine Körpertäuschung gemacht, die ich nicht so ganz wollte. Also das, wo er so stehen geblieben ist. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Yaya Touré, da sind wir jetzt hier aber mit. Yaya Touré gegen Fernandinho. Der pusht sich gut. Ah, Minolet, wieso fackelt denn der die Dinger immer so raus? Also wirklich so gar nicht auf den Mann oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, was er so für einen Abschlag hat. Aber ich habe ihn eher, ja, ich denke, dass der gar nicht so schlecht war. Ist jetzt saugefährlich, was er macht.
Ja, Suarez. Nochmal rüber gespielt. Sturridge, schade, kriegen wir nicht. Jordi Alba bis jetzt richtig stark hier auf der Seite gegen Sturridge. Sonst wären wir da schon öfter durch gewesen. War jetzt auch nicht der beste Pass auf Sturridge. Aber ich glaube, mir wäre der Ball abgelaufen worden. Und Schusstäuschung und so war auch kein Raum, weil von hinten und von vorne Defender kam. Defender. Ha, immer dieses Denglisch. Oh, und wenn Ibra da nicht im Abseits pimmelt, ich weiß auch nicht, was er da im Abseits macht. Ach, da wollte er, glaube ich, gerade reinstarten. Dann hätte das eine richtig gefährliche Situation werden können. So, Marve Maicon hier. Nehmen wir erstmal Lavezzi. Unsere Außenverteidiger mit am Start bleiben. Oscar lobt ihn hier drüber. Der geht ins Aus. Ja, geht er. Sehr schön. Aber wir verteidigen bisher auch ganz solide. Bis jetzt klappt das. Wie gesagt, bis jetzt hat er sich dann schon so ein bisschen auf Longshots beschränkt. Natürlich kam er das eine Mal durch, aber das war halt, wie gesagt, auch ein bisschen wegen der Verteidigung, beziehungsweise zu 100%. Ich hoffe mal, diese Situation ist noch drinne, weil die würde ich mir schon ganz gerne nochmal angucken. Da kam hier Ibra leider nicht an Marvin Maicon vorbei. So, 68. hier, 2:0. Sieht ganz in Ordnung aus, aber wir wissen, was passieren kann. Lavezzi chippt über sich drüber. Ja, ja, Touré. Oh, den musst du losbekommen. Da hat er so ein bisschen lange gebraucht. Und da vorne ist jetzt natürlich irgendwer durch. Aber wir laufen mit Walker gegen ihn. Ja, dafür ist natürlich so ein Walker richtig. Erstmal kurz die Fresse halten. So, sehr schön von Company. Gehen wir nach vorne. Nochmal hier kurz angespielt. Ibra, spielen wir nochmal rüber auf Lavezzi. Aber da läuft er hier hinten mit. Da wäre der Lobpass nicht so gut gewesen. Ah, jetzt ist mir das hier alles ein bisschen zu eng. Ja, spiele ich den Ball ins Aus. Scheiße. Ja, da hat er mich jetzt hier gut bedrängt. Es war irgendwie alles zugestellt. Und ja, ich hätte nur noch weiter nach hinten spielen können. Und ja, das wäre, glaube ich, nicht ganz so pralle gewesen. Jordi Alba. Fernandinho. Schön von Cavani abgefangen. Und jetzt ist Suarez durch. Der klappt eigentlich immer. Ja, Kolker macht das gut. Suarez jetzt auch nicht der Körperschwächste, aber es macht der Kolker hier sehr gut. Na, Edinson, alles klar bei dir. So, nochmal hier und jetzt in die Mitte auf Suarez und jetzt kommen wir hier über die Außen. Ja, aber da kommt wieder Jordi Alba. So, Sturridge. Ja, das war jetzt ein bisschen zu übertrieben. Ich wollte eigentlich abschließen mit ihm, weil er dann halt auf dem starken Linken hatte. Aber so nicht, das ist wieder abseits. Und dann will er hier den Hulk auch anhalten. Also auch das Stoppen hat er in seinem Spiel integriert. Ich hole mir mal einen Spieler ran hier. Wo ist denn einer? Da. So, Yaya Touré. Bringen wir mal über die Außen auf Ezequiel. So. Und hier nochmal in die Mitte. Ja, da nicht. Ich wollte eigentlich auf den, der mitgelaufen ist. Ich weiß nicht genau, wer es war. Aber da sollte er halt nicht hin. Oh, Walker hier gegen Pedro. Ja, und das gibt nochmal eine rote Karte. Und Freistoß, denke ich mal. Ich hoffe, Freistoß. Rot auf jeden Fall. Ist logisch. Ja, da hat er mit Pedro Tempo aufgenommen. Und mit Walker wäre ich da, glaube ich, nicht mehr hinterhergekommen. Deswegen habe ich auf Company geswitcht, weil der irgendwie besser im Lauf war. Ja, sehr schön. Nein. Nein, nimm ihn den Ball ab. Oh, was machen die Jungs? Nein, kein Gegentor. Jetzt muss sich die rote Karte wenigstens gelohnt haben. Ich habe diese rote Karte so riskiert. Ich habe gedacht, wenn wir Glück haben, kommen wir vielleicht noch an den Ball dran. Aber ja, ich wollte lieber den Freistoß und Rot als ein Gegentor, was er wahrscheinlich ziemlich sicher gemacht hätte. So, ich glaube, wir stellen erstmal nicht um, oder? Nee, wir stellen nicht um. Wir machen das schon. Falls wir noch ein Gegentor bekommen sollten, außer wir machen jetzt selber noch eins. Ibrahimovic, reingezogen, abgezogen, fuck it. Reingezogen, abgezogen, ja, ja, das passt schon zusammen. So, jetzt sind wir natürlich in der Mitte ein bisschen offen. Ja, scheiße. Spielt dann auf die Außen. Flanke. Weiß nicht, warum er da die Flanke gesucht hat. Hätte ich, glaube ich, ein bisschen anders gemacht. Aber ist ja auch egal. So, 88. Okay, man merkt es. Das Company fehlt aber jetzt hier nochmal Ibra durch. Und Ibra pusht sich. Sehr schön gemacht von Ibrahimovic. Und jetzt hauen sich seine Leute um. Und Ibra kann auch mit links. Ja, hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr draus machen müssen. Ja, da haben sich seine Leute diesmal umgehauen. Wie bei uns in der ersten Hälfte. Hüpf. Wer kommt da von hinten? Sturridge. Sturridge. Naja. Da muss ich ein bisschen bessere Schussvorbereitung machen, nämlich mehr aufs Tor gucken und nicht so, ja, so aus einer Halbposition.
Okay, Piro Cech springt den hier nochmal auf die Außen durch. Marvin Maikon. Ah, kriegt er sogar noch durch. Aber Maxwell ist hier. Sehr schön von Lavezzi. Bringen wir erst nochmal außen auf Ibra. Und jetzt hier durch auf... Ah nein, auf Lavezzi eigentlich. Aber der kommt sogar durch. Suarez. Das sollte aber nicht auf Suarez. Also der sollte eigentlich auf Lavezzi. So, Maxwell, bringen wir das Ding nochmal rein. Kommt gut. Richtig schnittig vors Tor. Nur leider kriegen wir keinen, der das Ding verwerten kann. So, jetzt ist das Spiel zu Ende. Im Großen und Ganzen sage ich, verdient für uns, weil er hatte halt wirklich nur eine gefährliche Chance, glaube ich. Also ich meine jetzt von Chancen, die er sich erspielt hat. Und das war halt der Longshot von Hulk. Die andere Situation, die gucken wir uns jetzt an. Weil da bin ich mir sicher, dass ich daran nicht schuld bin. Ich wähle nämlich extra den Spieler ab, um außen auch noch dicht zu machen. Und ja, da laufen sich die Leute über den Haufen. Gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Und im Großen und Ganzen hatten wir halt schon gute Chancen. So, schauen wir uns das Ganze an. Irgendwann mal. Na, push dich mal. Dann habe ich nämlich Hunger, dann muss ich mal was essen gehen. So, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Im Großen und Ganzen habe ich dann die Statistik auf ein gleiches Maß gehoben. Aber jetzt können wir mal auf die Spielhöhepunkte gehen. Und da müsste es das gewesen sein. Ja, das ist das, wo sich alle umhauen. Scheiße, wir kommen leider nicht mehr zu dieser Situation. Aber ich meine, ihr habt es ja gesehen. Ihr könnt auch gerne nochmal zurückschalten auf die Situation, wo sich... Wer müssten das dann sein? Company und Schwarz. Ich denke mal, Touré müsste das dann sein, die sich da über den Haufen gelaufen haben. Wodurch diese abgefuckte Situation hier überhaupt zustande kam, ist dann natürlich Glück, dass Fernandinho hier nur von Pfosten schießt. Und ansonsten war eigentlich nur noch das Ding gefährlich, glaube ich, von Hulk. Genau, das war noch saugefährlich, wo wir noch richtig Glück hatten. Aber ansonsten kann ich mich wirklich an keine Situation von ihm erinnern, die wirklich gefährlich war. Wir können hier nochmal gucken, Fernandinho vorbei. Nee, das sind halt, dadurch hat er halt seine Schüsse auch so ein bisschen geholt. Er hat halt ziemlich oft aus der Distanz geschossen. In der zweiten Halbzeit kann ich mich, glaube ich, an gar keine richtige Chance von ihm erinnern. Außer vielleicht das Ding, wo ich halt rot kriege. Das könnte man vielleicht dazu zählen. Das war hier das, ne? Ja, hier, da habe ich mich ziemlich gewundert. Eigentlich habe ich gedacht, die Situation ist geklärt. Wir sind nämlich mit Walker eigentlich schneller. Aber er pusht sich hier mit Petro richtig vor Walker. Und ja, da war halt die Frage für mich, lasse ich ihn das Tor machen, was er wahrscheinlich gemacht hätte. Oder mähsten um. Ja, habe ich mich für ummähen entschieden. Dann gibt es halt rot für Company. Aber naja, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Im Großen und Ganzen gutes Spiel, gutes Team vom Gegner und auch gutes Spiel vom Gegner. Aber es würde, ja, ist denke ich mal so ausgegangen, wie es ausgehen musste. Es hätte auch 3:1 für mich ausgehen können, weil ich glaube, ein Tor hat sich der Gegner dann schon verdient. Aber im Großen und Ganzen hatten wir halt die Hochkaräte und haben die dann auch reingemacht. So, das wäre es aber gewesen. Und ansonsten würde ich jetzt vielleicht gerne mal ein Pack ziehen. Ich glaube, ich versuche das die ganzen letzten Episoden, aber ich darf irgendwie nicht. Aber vielleicht ja jetzt mal. Wäre mal ganz angebracht. Und dann gehe ich gleich mal schön was essen gehen. Ich habe echt Hunger. Und wir sind jetzt auch, glaube ich, bei dem Video schon wieder bei 10 Minuten oder so. Ja, bei 10 Minuten vor allem. Bei 30 Minuten so circa. Ich weiß nicht genau, ich muss das ja zusammenschneiden. Aber ich glaube, das Anfangsgelaber über Champions League und sowas hat 10 Minuten gedauert. Jetzt sind wir hier so bei 20 Minuten. Ja, müsste so eine halbe Stunde sein. So, wie es aber scheint, kommen wir mal wieder nicht in den Shop hinein. Nein, kommen wir nicht. Keine Ahnung, was das immer ist. Es muss eigentlich hier an Thailand liegen, dass der irgendwie die Thai-IP nicht mag oder sowas. Vielleicht, na gut, extra für die Packs dann den Proxy anmachen, beziehungsweise den VPN ist, glaube ich, auch nicht so sinnvoll. Gut, nee, das wäre es dann aber gewesen. Ich würde mal sagen, war ein hübsches Spiel hier. Und ja, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.